Servus, meine liebe Freunde der slowenischen Musik und herzlich willkommen bei heutiger neuen Sendung und zwar slowenische Grüße. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, lang überlegt, was soll ich heute euch geben, was soll ich heute euch zeigen. Und weil ich habe genug Aufnahmen, wir haben schon in Laibach, in Ljubljana, in Hauptstadt von Slowenien, 29. Sendung gedreht. Und wie gesagt, diese Sendungen kommen alle dann jetzt im Sommer hier bei mir in der slowenischen Grüße, weil die sind auf Slowenisch moderiert, deswegen ich muss das alles auf Deutsch euch erzählen, dass ihr wisst, ums was geht. Und ich habe beschlossen, da haben mir viele Leute geschrieben, da haben sie gesehen, ich habe ein paar Videos geteilt mit meiner Tochter Aida, die sitzt schon sonst auf der Rollstuhl. Ist seit Geburt schon auf der Rollstuhl, ist behindert, aber trotzdem kann sie wunderschön singen. Und da haben mir viele Leute gesagt, ja, ums was ist eigentlich bei dem Konzert gegangen, weil wir haben den Konzert bei der Prva TV, slowenische TV, auch gedreht und gezeigt. Und ja, da war eine Sammlung für, quasi da war da ein Benefizkonzert, Fernsehbenefizkonzert für meine Tochter, weil wir sammeln Geld für ein neues Auto, dass wir quasi mit dem Rollstuhl reinkommen und da kommt die Rampe hinten und der Sitz kommt raus und so weiter und so weiter. Und da ist der slowenische Caritas aus Celje, hat quasi ein Konto aufgemacht und haben wir Spende gemacht. Aber gehen wir jetzt zur Musik. Ich würde dann später erzählen, was war eigentlich vor bei dem Konzert. Und wir machen zuerst, wir sind gute Freunde auf Slowenisch, Untersteirer, ihr kennt sicher den deutschen Text jetzt schon. Und ja, genießt ihr jetzt zuerst in der Musik von die Untersteirer. Wir sind gute Freunde auf Slowenisch, Tasso Sedo Franzel. Tasso sedo Franzel, pa bil za ljubljenje. Brhka mlada urška, munila je srce. Poznal temni noči, ko se že sladko spi. Franzel naš pa zlojtro, pod okence hiti. Se ko kencu pospne, ko pokliče urško, se mamca oglasi. Kaj ti je neroda, da nam miru ne daš, hitro proč se spravi, dokler še čas imaš. Zarenči. Pasovalec pozni, se v temno noč zgubi. Še lojterco pozabi, užaljeni France. Pod okencem ostala, dobile ga je dne. Lojterco pozabi, užaljeni France, pod okencem ostala, dobile ga je dni.
wir sind gute Freunde auf Slowenisch. Quasi, das ist der Lied von Ensemble Slag, Loise Slag, vielleicht kennt ihr. Und wir haben das auch auf Deutsch gemacht, da könnt ihr bei YouTube einschauen. Die Untersteirer, wir sind gute Freunde, ganz einfach schreiben und dann kommen sie zum diesem Lied. Da haben sie schon dazwischen Eider gesehen, meine Tochter, die ist ganz eine liebe Madel. Und wenn haben wir uns auf diesen Benefizkonzert vorbereitet? Apropos, das muss ihr wissen, das ist alles live gespielt, bei Fernseher live gespielt. Wir machen die Konzerte alles live, nicht so wie bei den großen Fernsehs, wo viel Playback gespielt wird, quasi nicht viel, alles. Und der Aida, ich habe gefragt, du, wer soll alles dabei sein von Künstlern? Hat sie gesagt, nein, ich schaffe das alleine, weil ich singen kann. Und habe gesagt, bist du sicher? Hat sie gesagt, ja, freilich, der Papa, das mache ich alleine und das geht für mich, ich brauche den Auto, quasi, die kann nicht fahren, aber meine Frau, und hat gesagt, ich mache das, Papa, und wir haben dann das so gemacht, quasi, wir haben die begleitet, und weil jetzt ein Teil quasi auf Slowenisch ist, nur die Fragen, ich habe meine Jungs von die Untersteirer Fragen gegeben, und die haben auf Slowenisch quasi Aida gefragt, zum Beispiel, jetzt kommt der erste, der Simon, das ist unser Trompeter, du, Aida, ich habe gehört, du besuchst die Musikschule. Hat sie gesagt, ja, auch. Ne? Ja, was macht sie alles in der Musikschule? Und dann hat Aida alles erzählt, was die tut und macht, dass das super ist. Und dann hat Simon gesagt, du, ich arbeite auch in der Musikschule, weil der Professor ist. Und bist du fleißig oder ärgern dich die Lehrer? Und hat Aida gesagt, na, ich bin immer sehr fleißig und vorbereitet. Und dann hat gesungen, Raste aus Termigori, Bele Planike Tri. Das ist ein Lied von Volkslied Slowenische, aber wunderschön. Deswegen, ja, genießt hier in dieses Lied Raste aus Termigori und vorher noch diese Frage von Simon auf Slowenisch. Aber dann kommt sofort die Musik. Los geht's, die Untersteine. Aida, jaz sem pa slišal, da ti tudi obiskuješ glasbeno šolo, drži? Ja, to je res. In poučuje me glasbena učiteljica Branka Žičkar. To so zelo koristna dela. Imam se zelo lepo. Uživam v petju, v igranju na zvončkih, v igranju na ustno harmoniko, v igranju na ksilofon in še bi lahko naštevala. Jaz tudi učim v glasbeni šoli, pa veš, kaj me zanima? A te učiteljica kaj uboga? Ja, zelo. In jaz jo zelo pridno upoštevam. Prinesem prazne zvezke in sem čisto natančno pripravljena na pouk. In katero pesmico nam boš zapela? Raste je v strmi gori. Bele planike tri, da nas spomnijo na Gorenjske Alpe. Raste jo v strmi gori, bele planike tri, za nje vedo le orli, roza umiva jih, šumom goro planike nabral in jih prinesel dolino nazaj.
da haben Sie gesehen, der Aida kann richtig singen. Freilich ist alles auf Slowenisch und zwar der Lied geht Raste aus Termigori, Bele Planike 3. Quasi, es wachsen in der Olpen drei Edelweiß. Eine bringe ich für Mama, eine für Schwester und eine bringe ich meine Freundin. Der ist gewaltig, was wir auf so einen Mensch machen könnten. Weil viele sagen, oh, so ein Behinderter, die können das nicht, die können das nicht. Stimmt nicht. Glauben Sie mir, es ist Möglichkeit, immer was zu tun und zu machen, dass das am Schluss irgendwie alles passt. Und diese Kinder sind ehrlich. Erstens, zweitens, und das, was die können und schaffen, da muss man denen helfen. Oder nicht nur helfen, wir müssen denen einfach nur Möglichkeit geben, dass die das quasi, dass die Talent zeigen könnten. Und nicht immer sagen, oh, sind behindert, die schaffen das nicht. Stimmt nicht. Die wollen das zeigen, die wollen das rausgeben. Wir brauchen der Ei da gar nicht drücken und sagen, du musst jetzt singen, unbedingt singen. Wir brauchen das nicht. Das geht von alleine. Und wir haben dann so gemacht, da hat die Frage noch unser Gitarrist Fritzi gestellt und der Damian und der Alexander hat immer wieder geantwortet und es ist gewaltig, was die alles erzählt und wir haben, die hat sich gar nicht vorbereitet auf das. Das kommt alles von da. Deswegen, was ich immer sage, wir müssen mit dem Herz denken, nicht mit dem Kopf, weil Herz ist ehrlich. Ne? Was würde ich jetzt vorstellen von Aida? Ist ein Medley, hat der Alexander, weil der geht über mehrere Tonalitäten, hat gespielt von einem Medley von Stanka Kovacic. Und ist gewaltige Medley. Wisst ihr warum? Weil da musst du von Tonalität zu Tonalität kommen und der Aida hört das alles. Und deswegen genießt ihr diese Musik in der Medley von Stanka Kovacic und der Sohn von Stanka, der das auch damals gespielt hat, war bei Kaiserwälder Musketiere, früher Akkordeonist. Aber wie gesagt, gewaltiges Lied gesungen durch Aida. Ja, v življenju je tako, da se vse prepleta, kot sem že prej dejal, in nekako se tudi to prepletlo, da smo mi danes tukaj. Na Novi 24 TV, na Prvi TV, Aida, ti si že pela tukaj lansko leto, ko smo naredili koncert in smo zbirali sredstva za vse tiste, ki so v poplavah zgubili vse. A se še spomniš, ko smo bila ja, v tem studiju? Ja, zelo dobro. In upam, da so si že pomogli. In upam, da si bom tako tudi jaz. In hvala vam za vse, za vse zbrane donacije, ki bodo prišle, ker to mi zares veliko pomeni za moj avto. Res si ga želim. Občudujem ga tudi, ker je zelo lepe barve. Avto bo bel in je res prostoren in si ga res zaslužim, no, sploh po vsem tem današnjem trudu in mojih besedah, ki sem jih danes storila. Zahvaljujem se pa tudi vsej ekipi še enkrat res, ki me je danes posnela in predvsem ansamblu in glasbenikom. In zaslužna sem pa tudi jaz, ne? Najbolj. Seveda, najbolj. Ja. Naj povemo, da tega avta ne boš ti sama vozila, ker ne moreš voziti. Ne, mami te vozila bo vozila. Vozila ga bom mami. Ampak ne bo potem potreba odveč tebe prekladati. Ja. Ne? Kaj bo prišel in tak sedeš ven elektronski, se boš ti usedla nanj in se bo zapeljala v avto. Ne? Ja. Ampak nismo še čisto pri koncu. Ja. Lepo si povedala, ja, seveda donacije lahko nakažete na račun, ki je objavljen na ekranu. Ja. Ampak še eno lepo čudovito skladbico si pripravljen, to boš izvedla skupaj z Sandijom, ja, ob spremljavi klavirja oziroma tega stage piano, kako radi rečemo. Kako pa je naslov tej skladbici? Tej skladbici je naslov Venček Stanke Kovačič. Ob izvedbi moje profesorice v glasbeni šoli Branke Žičkar.
Ja, kot je povedala Ajda, venček Kovačičevih Brankica, Branka jo je pripravila, ampak danes te bo pa spremljal Sandi Šijanec, prav? Pa prisluhljimo. Venček Kovačičevih izvedbi Ajde in Sandija. Sila dolgi kiti dve
Ja, einfach gewaltig, würde ich sagen. Und ja, was wir würden sagen, das, was, wenn der Gott dir was wegnimmt, dann ist deine Stärke irgendwo anders. Ne? Und das merkt man jetzt da bei Aida, dass die auch, wie gesagt, laufen kann die nicht, aber gewaltig singen. Und sie hat einfach ein Talent für das. Das haben sie jetzt gemerkt. Und das Talent hat auch unser Trompeter, der Simon Stelzer. Er ist der Professor auf Konservatorium in Maribor, Marburg an der Drau in der Untersteiermark, quasi zweite größte slowenische Stadt, nur ein bisschen südlicher, 50 Kilometer, 60 Kilometer südlicher von Graz. Und er ist ein gewaltiger Trompeter und er hat auf diesem Benefizkonzert spült Silberfäden. Das kennt ihr ja alle und das sollt ihr ja genießen, weil der Trompeter vor ihm, der klingt einfach gewaltig. Simon stellt auf Trompete mit die Untersteirer Silberfäden. Thank you.
Gewaltig, Silberfäden, Simon Stelz auf Trompete. Wir sind alle stolz, dass wir ihn haben. Und meine Lieben, wenn wollt ihr die Untersteirer erleben, wir sind dieses Wochenende am 8. und 9. in der Schwarzwald in Offenburg. Kommt ihr vorbei, da könnt ihr bei rjb-harmonika.eu sehen oder einfach bei der Facebook René der Untersteirer, wo wir genau spielen. Wie gesagt, das ist Gold wert. Ich kann auch euch zeigen, wo wir genau sind. Es ist Gold wert, einfach wenn du solchen Menschen in die Gruppe hast, weil es ist einfach gewaltig. Ne? Weil da könnt ihr einfach genießen, auch die Musiker. Nicht nur die, das quasi unten sitzen, na schauen sie jetzt an. Wie gesagt, wir kommen nach Offenburg am 8.6. um 17 Uhr Wirtshaus Brauwerk Offenburg. Das ist in der Schwarzwald. Unbedingt in Dirndl und Lederhosen kommen. Musik triff, Grill. Und das sind wir, die Untersteirer. Da könnt ihr uns erleben. Die Musik am feinsten aus der Untersteiermark. Wie gesagt, alle, die das aus der Schwarzwald kommt oder Elsass, Schweiz, auf alle Fälle Karlsruhe, Baden-Württemberg, das ist nicht weit. Einfach vorbeikommen und ja, es wird sicher ein gewaltiger Abend sein. Wir haben dieses Konzert, wie gesagt, gespielt und es war super. Und wir werden jetzt noch ein Lied von Aida laufen lassen und zwar das singt, quasi Aida singt über ihren Behindertheit. Das kennt ihr, dieses Musik schon wahrscheinlich von früher, weil das war auch in YouTube drin und überall. Und es ist einfach gewaltig. Deswegen, das sollt ihr jetzt anhören. Anders zu sein, nennt sich das Lied. Und ja, das soll noch Aida einmal nur für euch singen. Yeah.
leti, se premakniti da, če poslušaš glas srca. Schaut's noch immer, slowenische Grüße und wie gesagt, heute habe ich euch vorgestellt das Konzert von meiner Tochter Aida. Wir haben den Konzert, Benefizkonzert auf der Prva TV und Nova 24 TV in Slowenien gehabt. Das sind die dritte größte slowenische Fernsehsender und es war mir eine Ehre, das Konzert zu machen, weil wir haben das, ich denke, gewaltig gemacht, alles live gespielt. Aida hat gewaltig gesungen und ja, ist leider auf Slowenisch, deswegen habe ich gesagt, heute wird ein bisschen mehr erklären, wie das alles gelaufen ist. Und ja, wir sammeln, da ist ja immer Spendekonto unten, wir sammeln Geld für ein neues Auto. Und wir haben sogar schon Auto jetzt gekauft, aber jetzt muss man den Auto umrüsten mit dem Hydrauliksitz und hinten die Rampe und so und alles. Und das kostet noch einmal so viel wie Auto, leider. Ist so, aber ja, wir schaffen das auch und das sammelt der slowenische quasi Caritas Celje, das ist der Celje, ist die dritte größte Stadt und das ist auf Bezirke geteilt und ja, da könnt ihr auch was überweisen, obwohl trotzdem, dass wir in Slowenien sind, ist EU, steht Spendekonto und alles drauf. Freilich, wir haben dazwischen auch ein bisschen andere Musik gespielt, da hat nicht Aida ganze Zeit gesungen und wir haben gespielt Stiefeltanz von Original Oberkreiner Slavko Ausenik und da könnt ihr jetzt genießen in der Stiefeltanz, gespielt durch die Untersteiner. Alles live, meine Lieben, alles live, kein Playback. Thank you.
ganz gespült durch die Untersteirer. Wie gesagt, wenn wollt ihr uns erleben, kommt jetzt am 8. nach Offenburg. Da spielen wir in der Schwarzwald dieses Wochenende und es wird sicher gewaltig sein. Das waren heutige slowenische Grüße. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, ich habe euch wunderschöne Musik aus Slowenien nach Hause gebracht. Da seht ihr, wir sind fleißig, wir arbeiten Tag und Nacht, wir haben immer gute Ideen und ihr müsst uns nur verfolgen. Bitte teilt dieses Video weiter, dass die anderen Leute es auch sehen, was wir tun, was wir machen. Und ja, vergesst ihr nicht, dass die RJB Südklang macht eure Seele frei, so sage ich immer bei jedem Stream. Und ein stolzer Untersteirer würde sich jetzt verabschieden. Bleibt gesund. Ich wünsche euch vieles, ja, weniger Regen, wenn es geht. Und ja, vieles Gutes und denkt ihr wunderschöne Musik auch von uns, von Slowenien, von Untersteiermark. Liebe Grüße auch in den Namen von meiner Tochter. Die wird froh sein, wenn wir jetzt ihr das weiter teilen, dass der Welt sieht, dass nur mit Ehrlichkeit wir weiterkommen. Und jetzt ganz am Schluss, meine Lieben, wenn wir uns verabschieden, auch mit einem Lied, was wir auch bei Konzert gespielt haben, und das kennt ihr alle, Trompeten-Echo, aber freilich gespielt durch die Untersteirer. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal bei Slowenische Grüße. Musik.